Hallihallo und willkommen bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit Anduin. Hallo, grüß euch. Ja, grüß euch. Mich hat es vorher aus dem System vom Server geworfen. Wir sind neu eingestiegen und haben uns ein Ziel ausgesucht. Hier, diese Farm. Jawohl, genau. Also wir haben wieder Full Takur Bravo gestartet. Sind jetzt unterwegs dorthin. Ja. Okay, das waren nicht wir, also nicht beschweren. Wir haben niemanden angefahren. Ja, bis jetzt hat es uns noch nicht erwischt gehabt, aber jetzt gerade dazwischen hat die Tibra dieses Thema, das angeblich Phänomen, das zu nicht auftritt, der Server. Dass der Server Spieler eingeloggte löscht, auslockt. Interessant ist auch, dass bei mir eine Spielersuche läuft, obwohl ich beim Anduin eingeloggt bin. Ja, und bei mir keine läuft. Hat keine laufen. Ja. Das sind so Themen, die immer wieder ein bisschen nerven. Aber mal sehen. Wow, Panorama, aber das soll uns nicht aufhalten, da musst du mal scrollen durch das Tal. Hey, ja? Würdest du mir einen Gefallen tun? Jederzeit. Das ist so herrlich gemacht. Auf dem Feld am LA Memorial Coliseum. Wird gemacht. Was ist mit dir? Verbrenn meine Festplatte. Verbrenn sie, wirf sie ins Meer, vergrab sie unter einem Fels am Meeresboden. Werd den Scheiß einfach los. Ja, und wehe, du siehst nach, was drauf ist. Wir sind zwar nicht am Weg dorthin, aber da unten, das dürfte so irgendwas sein. Da ist ja, ein stimmt. Militärlager. Ich sehe es auch gerade. Da ist ein Militärlager. Mhm. Also mir wird es als... Schaust du mal auf der Map, was die für eine Schwierigkeit hat? Siehst du das noch, oder? Schwierigkeitsgrad... Grad 1 hätte die. Okay. Alter Panzer wäre ein spannendes Teil, ne? Ja, genau. Schauen wir da mal runter. Oh mein Gott. Das war da irgendwo, oder? Ja. Da ist er. Zwar links von uns. Ja, genau. Ja. Tibor macht schon wieder mal ihren Bekannten während des Fahrens aussteigen. Ja, ich hab schon mal einen gesehen. Da müssen mehr sein. Die fährt auf der anderen Seite rüber. So. Und ich steig da herüber. Also. Ich hab zwei habe ich gesehen. Panzer wäre ja sehr cool. Drei. Ich gehe da ein bisschen auf eine nette Position. So. Lauf da rüber. Ich lege mich mal hin. Scharfschützengewehr hier damit. Ich glaube, da ist noch ein Vierter. Ja, da ist er. Okay. Da ist noch einer. Fünf sind. So, ich hätte in Leutnant vorher noch ein Blickfeld. Nein, nein, nein. Alter, wo versteckt ihr euch? Alle hinter dem Panzer oder wie? Schießer. Geh ein bisschen weiter nach oben. Du? Ich? Na, du. Ja, ja. Ich robbe. Ich robbe mich durch die Gegend. Da ist glaube ich so ein Felsvorsprung. Der wäre ja doch ideal für mich. Jetzt sehe ich gar nichts. Das ist ja... Aua. Können die nicht aufstehen?
Moorhühner. Genau, Moorhühner. Einmal kurz hier schreiben. Jetzt sind alle hinter. Okay, ich sehe einen. Ja, die werden alle auf mich zulaufen. Siehst du einen? Ich sehe einen. Gut, zumindest. Dann sag an. 3, 2, 1. Tango getötet. So. Ach du Kacke, ich kann es wahrscheinlich unterstützen. Laden. Hinter dir. Ja, ich weiß. Die haben wir alle. Die haben wir das alle. Das kommen nur zusätzliche. Okay. Die kommen sicher in den Hang runter. Ja. Okay. Kannst du sie scannen? Es sind schon 3 Typen. Siehst du sie? Mhm. Ist weg. Da merkt man, dass die Uniform anhaben. Das war dahinter. Yes. Sehr schön. Ich habe leider keinen einzigen im Blickfeld gehabt. Ach nix. Ich hab's. Ein Panzer. Achtung, da kommt noch eine Patrouille. Da kommt mehr. Ja. Nehmen wir die Versorgungskiste auf. Okay. Und rein in den Panzer und ab. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Wer fährt? Ich fahre. Ich glaube, du fährst gerade, oder? Nein. Ich bin gerade Schütze, ja, du fährst. Na super, ich bin noch nie gefahren. Ja. Wir können gern wechseln, aber dann müssen wir bald. Okay, wechseln. So. Schütze. Ich bin Fahrer. Ja. Alter, so viel zu unauffällig. Sie kommen, jetzt stehen sie bei unserem Jeep, glaube ich. Wäre ich nicht mehr. Ja. Ah, da kommen sie gerade. Durch den Wald. Schießt du? Ja. Ja, schau, dass du einen Blick fährt hast. Das ist gar nicht so easy, ich bleib einmal stehen. Ja, gleich. Das ist nicht so einfach. So, jetzt solltest du das auf der rechten Seite. Ja, das wackelt irrsinnig. Bleib einfach stehen. Ja, ich kann nicht runterschießen. Die ist zu. Alter, haben die den Panzer zerstört jetzt fast? Nein, nicht. Das ist nicht einfach mit dem Teil. Ja, da bitte.
fährt er so schnell. Hallo? Hallo? Bremsen? Hallo? Bremsen? Hallo? Wie tut das da? Okay. Da geht's ja durch sein Gewicht. Spring? Das ist ja wie, weiß ich nicht, wie auf einer Hochschulbahn. Weg! Oh Gott! Geh weg! Ach, blöde. Jo, bleib sitzen. Ah, ganz ehrlich, nimm mal lieber einen Jeep. Ja, jetzt, wo unsere da oben steht. Aber er dürfte irgendwann auch einen Geist aufgeben. Also selbst, obwohl die nur Maschinenpistolen gehabt haben, haben die anscheinend dann den Panzer Schaden verursacht. Und das nicht zu wenig, weil wir rauchen. Scharf rechts wäre Patrouille. Da müssen wir sowieso die Richtung nehmen. Ich schau mal gerade, wo wir hin müssen. Ah, da ist es. Ist total unauffällig mit dem Panzergeräuschgewehr auf der Straße, ja. Vor uns. So, da hast du jetzt wieder einen normalen hingerichtet. Ah, da wäre Versorgung. Genau. Halleluja. Du musst immer ein wenig mehr drauf achten. Das wackelt, wenn du fährst. Da ist keine Chance. Oh, da kommt was auf uns zu. Oh. Jawohl, das halten wir jetzt an. Jawohl. Ja, jetzt wird's geil. Ja. Oh. Der LKW. Wir brauchen die Lade. Ah, der ist... Ich versuche ihn irgendwie... So, jetzt. Fahr drüber. Hat die Drehung? Oh ja. Oh ja. Hat da hinten kommt noch einer? Alter, ja, da hat der Lamborghini. Jawohl, der raucht. Der ist aus. Da läuft er. Von vorne. Vorne sind wir. Ich sehe nicht. Da bin ich schon nicht vorne. Die Straße. Das dürfte der Fahrer sein. Nichts von vorne. Und wir brennen. Raus. Ja. Oh oh. Desaster. Das war's wert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den Einsatz geschafft haben. Na es ja. Hat ihn zwar angezeigt, aber... Werden wir gleich sehen. Hoffe ich. So, was haben wir? So, jetzt ist alles weg da, oder? Ach, das ist auch irgendwie... Merkwürdig. Okay, zu Fuß zu den Fertigkeiten, oder wie? Nein, der kommt jetzt schon wieder. Der Konvoi. Das ist wahrscheinlich, weil ein, zwei überlebt haben. Nein, wir gehen jetzt zu Fuß da zu diesem Einsatz da vorne. Ja, da queren wir aber gleich die Straße. Ja, nein, wir müssen ja nicht mitten in den Konvoi reinlaufen. Die Tibra läuft natürlich. Ja, da kommen ja noch 100 Gegner voll rein. Frontal nehmen wir sie. Genau. So. Aber der Panzer ist nicht schlecht für den Einsatz, das wissen wir jetzt schon einmal. Ja, nur wenn du fährst, ich springe mit dem. Ja, ich bin jetzt gestanden zum Schluss. Kreuz und quer, also. Ich bin jetzt zum Schluss auf der Straße nur mehr gestanden. Ja, aber während dem Fahren ist unmöglich nahezu zum Zielen.
Also. So. Achtung, nicht zu stark reinlaufen. Ja, da schnapp ich mir mal meinen Guck. Ach, das ist das, wo wir in der Nacht schon mal waren. Bei einer der letzten Aufnahmen, oder? Ist das nicht das Gelände? Nein. Oder? Doch. Da ist keiner. Natürlich, da sind die verbrannten Häuser. Ja, aber da ist keiner. Ich scanne gerade alles. Kaktus, geh weg. Ja, das mag sein, dass jetzt niemand da ist, aber. Ich glaube, da sind sogar schon Rebellen. Na, da ist. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein, dass da unten da Rebellen sind. Ja, cool. In dem Gebäude müssten Dokumente sein. Ja, ich muss mal da runterkommen. Ja, Rebellis. Havara. Havara. So, und da vorne gibt es Fertigkeitenpunkte, glaube ich. Ich hole mir mal die Dokumente. Ja. Da ist eine Kartellauszeichnung. Ja, nein, tut eh nichts. Ob Santa Clara viele von denen verleiht? Da bei mir. Außer. Ja. Ah, außer. Wo? Da nimmer. Da. Da. Oh. Ja. Jetzt hab ich's. So, und da gibt's einen Hubschrauber. Einen Hubschrauber. Wo geht's hin? Das haben wir. Hauptmann namens Fuentes hat mit Jury und Polito gearbeitet. Was ist Verhören denn da? Hören Sie Fuentes, mal sehen, was er uns sagt. Das ist Armadillo. Der Unidad-Hauptmann in der Basis Armadillo schickt La Jury und El Polito häufige Gefangene zum Verhör. Begeben Sie sich zur Basis Armadillo, spüren Sie den Hauptmann auf und finden Sie heraus, was er weiß. Ist er der große Einsatz oder machen wir einen kleineren? Eher einen kleineren. Finden dann immer sehr viel Kleines. Ja, das mit dem Flieger, was wir vorhin schon machen wollten. Stehlen Sie das Flugzeug. Wir sollen das Flugzeug stehlen. Kannst du mir sagen, wo? Nordosten. Nord- Von uns Osten? Nordosten drauf. Und die Fertigkeitenpunkte wird es da noch geben. Also in grün ist das plus 2000 steht dort der grüne Flamme. Nordöstlich. Ah, da oben, das sehe ich fast. Nordosten. Ja, dann machen wir das. Dass sich das auszahlt, das Fliegen, ne? Also den Flieger stillen. Gut. So. Ich fliege. Drinnen. Traut ihr Pakatari? Ich traue meiner Frau und euch drei. Das war's. Hm. Und deinen Kindern? Geht ihr schon? Meine Kinder belügen mich bei jeder Gelegenheit. Zumindest den Typ. Gott sei Dank klebe ich an diesem Außensitz. Mit Superkleber, 10 Tuben. Geklebt. Okay, da war eine Leuchtpistole. Das ist das, oder? Wo wir hin müssen. Da und da.
habe ich es vorher schon markiert. Nein, ich glaube, das ist das. Ja, das ist das. Ah ja, da ist ja die Landebahn. So, wo landen wir? Neben der Landebahn. Wir landen, okay. Nicht auf der Landebahn. Also ich weiß nicht, ob das so gesund ist, wenn man mitten da... Okay, na dann... ich nehme mal an, dass da überall... Ein Stück weg, am Ende der Landebahn. Hm? Ja, okay. Ich versuche das mal. Ich weiß nicht, was ich gefunden habe. Ich habe 2, 3. Okay, dann. Nein, da müssen wir jetzt drüber informieren, wenn wir kommen müssen. Ah, da vorne sind auch noch 2. Ah, noch ein, mach 5. Ich glaube, das wäre es gewesen. Soweit ich das sehe. Ich überlege gerade, wo ich mich hinbegib. Geh runter ins Tal und oder andere Seite. Ich bin ziemlich... Ja, ich gehe da den Felsen rauf. Du bleibst ungefähr da, wo du jetzt bist. Mhm. Ich schaue, dass ich da rüberkomme. Uah, da geht's aufwärts. Ich werde mich mal hinlegen. So. Runtergenutzt. Runtergenutzt. Mhm. Ja, ich glaube, von da habe ich dann ein gutes Schussfeld. Okay. Okay. Du sagst Bescheid. Ich habe einen schon mal im Visier. Auf der linken Seite oder hier auf der rechten? Der linken von meiner. Passt. Einer von meiner geht jetzt drüber. Ja. So, du kannst dann zählen. 3, 2, 1. Ein Drecksack weniger. Den Chef von der Gruppe. Ach, der hat sich jetzt bewegt. Den habe ich. 2. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Der, was zum Flieger läuft, ist jetzt hinter der Beton. Ist erledigt. Okay. Ich glaube, das waren alle, oder? Du hast 3, ne? Achtung, ja. Es kommt Verstärkung. Bleib noch. Die alarmieren so schnell, das ist... Ziel Nummer 2, da. Ja, da merkt man, dass er ein Game ist für 4. Schaffst ich du zu zweit? Wir sind zu zweit nicht schlecht. Kommen sie? Ja, ja. Sind schon ausgestiegen. Gut, ich werde mich da etwas verkriechen. Zeigst du eigentlich? Nein, du zeigst es wieder. 2, 4, 6, 7. Okay, ich sehe nur 5 Minuten. Ich sehe 7. Markiert. Da gibt es aber niemand drauf, oder? Nein. Ich überlege mal, ob ich schon über die Landebahn drüber laufe und runterschieße. Weil da geht es ja runter, ne? Könntest machen, ne? Und bitte die erhöhte Position von mir da nicht aufgeben. Alles klar. Wenn sie wirklich raufkommen. Geh nicht zu nah ran.
direkt über. Ja, ja. Ich hätte von dem da nichts gemacht. Da geht es steiler runter, es ist okay. Nicht runter. Okay. Ja, dann kommen die, finden keinen Weg rauf. Die Wegfindung. Dann geht da nichts weiter. Stehen an der Felswand und wissen nicht, was sie machen sollen. Okay, dann stellen wir einfach den Flieger. Nein, nein. Wir fliegen. Okay. Da ist eine Munitionskiste, du wohl immer noch. Treibstoff. Mach noch. Die Beste jetzt bewegen, also wo ich mich bewegt habe. Achtung, sie kommen. Ich laufe wieder auf den Hügel rauf. Geh weg. Okay. Geh retour. Was auch immer die da für einen Weg nehmen. Die laufen die ganze Straße entlang. Na dann, hätten wir noch Zeit. Soll ich wieder runterkommen? Wie schaut das aus? Ja, weit sind es nicht mehr. Entweder oder. Ich sehe jetzt überhaupt keinen mehr, denn die kompletten Markierungen verloren. Ich markiere mal. Okay. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie die Nachschule finden. Sie können uns später danken. Waffenkiste, ah, da Waffenkiste. Wo ist denn noch was? Munition im Haus. Ist noch ein Fass in dem Gebäude. Ja, und hier die Köpfe müssen so sein. Genau. Liegen da. Ah ja. Das ist ein Metall. Ob das zu einer Klasse A-Uniform passt? Okay. Gut, dann still mein Flieger. Ich in Natura, aber Oder soll ich Süssi probieren? Ja. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Ich muss nach oben ziehen, oder? Ja, mal Gas geben, ne? Nach vor. Ja, schon, und dann nach oben ziehen, ne? Die Schnauze. Ja, genau. Wir fliegen irgendwie. Jetzt gehst du ins Stuhl, wenn du zu viel ziehst. Genau. So, ich weiß nur, bringen Sie das Flugzeug zum Rebellenflugplatz. Kein Geld, kein Zuhause, Eltern, die sich nichts essen lassen können. Das geht auch. Was würdest du tun? Arbeit suchen. Als was? Auf den Coca-Feldern? Für ein paar Pennys? Alter! Flugplatz. Ja. Okay, steig und schreckliche Dinge an. Bis es Zeit ist, weiterzufliegen oder bis Leute wie wir kommen, um zu zeigen, dass wir. Kannst du auf der Map schauen, oder? Solange wir uns einig sind, dass diese Leute üble Startbedingungen haben. Ich glaube, ich sehe es auch. Der grünes Pfeilchen müsste das angezeigt. Ist sie rechts noch an den Hang vorbei? Mit Gas und Schnauze ganz leicht nach oben.
bremst das Gas irgendwie raus und schnauze leicht nach unten. Nicht rollen, schnauze leicht nach unten. Ja, ja, ja. Oh, ah. Gut, dass die nicht real sind. Okay, Seizung, du bitte verhungern darunter. Ja, ich weiß. Ah, kacke. Wir brechen ab, das war's. Alter. Okay. Haben wir das jetzt geschafft? Nein, Nebeneinsatz gescheitert, aber wir können aussteigen. Ach du Kacke. Ach, Dreck. Wieso? Der Flieger ist hinüber. Genau, sorry. Reisen wir schnelle Reise nach Alpha? Ja. Oder Charlie? Wo du hin willst. Ja, Charlie, glaube ich, weil wir dann da unten einiges noch zu erledigen haben, ne? Alpha, wo ist Charlie? Unten. Ah, da. Ja? Bin schon unterwegs. Alles klar. Gut, und damit ist die Folge vorbei, auch wenn es kein glorreiches Ende war mit dem Flieger. Aber zumindest haben wir nochmal in die Höhe gebracht. Ja, das Landen ist eine andere Sache. Ja, dann also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.